Herbst 1918. Nach 4 Jahren Krieg sind die Menschen kriegsmüde und haben das dauerhafte Kämpfen, das Hungern, das Sterben, aber auch das Bangen sowie die kaiserliche Zensur in den Medien satt. Der militärische Zusammenbruch des Deutschen Reiches steht kurz bevor und unter den Matrosen regt sich zusehends Widerstand gegen die Entscheidung der obersten Heeresleitung, gegen England in eine entscheidende Seeschlacht zu gehen. Sie meutern. Damit geht es jetzt, wie gerade schon erwähnt, um Aufstand der Matrosen, Tagebuch einer Revolution von Dirk Liesener, der mit einem Vorwort von Norbert Lammert, das im Mahr Verlag aus Hamburg erschienen ist. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Komme ich jetzt einmal kurz zum Autor. Dirk Liesener wurde 1977 geboren, studierte Politik und Philosophie in Münster und Rennes in Frankreich, besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg, arbeitete als Redakteur in Berlin und München und ist inzwischen freiberuflicher Autor für verschiedene Magazine, unter anderem für Mare. Er hat bisher zumindest im Mare Verlag das Lexikon der Phantominseln geschrieben, das 2016 im Mare Verlag erschienen ist. Jetzt komme ich einmal kurz zum Inhalt. Betrachtet werden in dem Buch in Tagebuchform 2 Wochen des Jahres 1918, nämlich der Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 12. November 1918. Und genau, in dem Buch kommen zu Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen zu Wort. Etwa Soldaten, die an dem Matrosenaufstand in Kiel und Wilhelmshaven beteiligt sind, aber auch Künstler und Intellektuelle wie Käthe Kollwitz, Thomas Mann, Politiker wie Konrad Adenauer, Rosa Luxemburg, Friedrich Ebert, der spätere Politiker, wenn man das so sagen kann, Adolf Hitler, aber auch, ich sage jetzt mal, Adlige wie Kaiser Wilhelm II. Pro Tag werden dabei verschiedene Schauplätze gezeigt, wie etwa Kiel. Also man muss pro Tag, das ist ein Tag, hat es jeweils ein Kapitel, also es gibt insgesamt neben Einleitung, Vorwort von Norbert Lammert und Ausblick gibt es auch pro Revolutionstag, der hier in diesen 2 Wochen vorgestellt wird, ein Kapitel. Und da werden dann die verschiedensten Schauplätze gezeigt, wie etwa Kiel, Hamburg, Köln, Berlin, München, Leipzig, Magdeburg, Frankfurt, Main und Wilhelmshaven. Die Atmosphäre wird durch den ganzen Reich, das betrachtet wird, wird durch einen sehr, sehr engen zeitlichen, aber auch, sehr breiten Blick auf die verschiedensten Schauplätze der Revolution eingefangen, die sehr aufgeheizt ist. Genau, gleichzeitig wird aufgezeigt, wie sich die Revolution bzw. die Meuterei von Kiel und Wilhelmshaven von einer Meuterei auf Marineschiffen zu einer deutschlandweiten Revolution entwickelte, die die Geschichte Deutschlands für immer prägte und auch für immer veränderte mit dem Ende des Kaiserreiches, des Weltkrieges, der Kapitulation Deutschlands und den Reparationen und Abtretungen. Gleichzeitig wird der Wandel der Soldaten von gehorsamen, braven Soldaten in, Zitat, Sturmvögel der Revolution und, ich sag's mal, auf eigene Faust handelnde Menschen beschrieben. Kurz jetzt noch zum Fazit. Das Buch ist ein sehr spannendes Buch mit einer, wie ich finde, ungewohnten neuen Perspektive. Der Leser wird an jene Orte der Revolution mitgenommen, die besonders tragisch, besonders schicksalshaft und besonders bedeutend waren. Das Buch ist gut zu lesen, es hat, wie gesagt, schon einen Tagebuchcharakter,
heißt ja auch Aufstand der Matrosen, Tagebuch einer Revolution und ist, ja, für mich war es zumindest eine neue Perspektive, vor allem zu den Ereignissen der vorrevolutionären Zeit, so hatte ich das noch nie gesehen, denn es ist ein Mix aus, wie gesagt, Tagebucheinträgen von Akteuren, aber auch eine, auch Zeitzeugenberichten der Ereignisse zu genau dem richtigen Zeitpunkt. Das wechselt sich immer ab und es findet zwar keine große zeitliche Analyse wie bei zum Beispiel Sebastian Haffners Buch Revolution 1918-1919 oder die deutsche Revolution 1918-1919 statt, aber dafür sind in dem Buch großartige und wunderbare Einblicke in das Denken, das Handeln und das Arbeiten und die Gefühlslage der Akteure, der handelnden Akteure, der Hauptakteure zu sehen. Also ein, wie ich finde, gelungenes Buch. Gut, ich verabschiede mich jetzt bis nächste Woche, wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende, einen schönen Start in die neue Arbeitswoche, vielleicht bis Mittwoch, je nachdem, ob ich schaffe, bis dahin was hochzuladen, wenn nicht, bis nächste Woche Freitag. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu diskutieren. Bis demnächst. Ciao.